Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeon Siege. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben vor einem einschneidenden Erlebnis für unsere Heldengruppe und ich hoffe doch mal, dass wir dieses einschneidende Erlebnis auch in irgendeiner Form quick lebendig überstehen werden. Ich habe jetzt meine restlichen Heiltränke und alle Mana-Tränke, die ich noch irgendwie aufzubringen vermochte, auf meine Gruppe aufgeteilt. Merik hat jetzt eigentlich genug, hoffe ich zumindest. Und wenn mich jetzt nicht wirklich alles täuscht, müsste das tatsächlich der Ort sein, an dem sich ein besonderer Kampf zutragen wird. Ja. Da ist der Wächterstab. Doch er ist nicht unbewacht. Verfluchte Krux, verfluchte Plünderer, alles kaputt. Sek haben Zauberstab nicht, dumm Zaubermensch haben Stab nicht. Wachstab gehören uns, uns Goblins. Ihr alle müssen büßen. Oh oh, ein verrückter Goblin-Professor. Und da ist er. Der Terminator 5000. Der nächste große Endboss und er bewacht den Wächterstab. Ist unsere Heldengruppe ihm gewachsen? Er hat 3120 Leben und legt auch gleich los. Eröffnet das Feuer auf alle Gruppenmitglieder. Wir sehen, dass wir nur sehr langsam Schaden auf ihn machen. Dass seine Gatling Gun besonders gefährlich ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Waffen der Kerl hat. Ein Flammenwerfer, eine Tesla-Spule. Eigentlich so ziemlich alles. Sein Leben sinkt leider nur sehr langsam. Oh. Nein! Fucking hell! Okay, Merik ist tot. Das ist jetzt ganz schlecht. Weil wir schon die Hälfte seines Lebens runtergekloppt haben. Okay. Die Tesla-Spulen müssen auf jeden Fall kaputt gehen. Okay, dieser Goblin-Wicht hat die Six oder die Sex genannt. Das war, glaube ich, das zweite Mal, dass sie namentlich erwähnt wurden. Und sie scheinen auf jeden Fall noch hinter den Goblins zu stehen. Ob sie die Goblins in ihren Handeln irgendwie angetrieben haben oder sogar die Feinde der Goblins waren, das konnten wir jetzt nicht feststellen. Okay, Eberhard ist tot. Jetzt sind fast alle tot. Wir haben ein ganz großes Problem. Wir brauchen Glörn, denn Glörn hat die Wiederbelebungsschriftrolle. Und die brauchen wir wiederum, um Merik wiederzubeleben. Ich werde das auf jeden Fall nicht zu zweit schaffen, den zu besiegen. Das würde an ein Wunder grenzen. Wir müssen ihn außerdem irgendwie da weglocken. Damit er den anderen keinen Schaden mehr macht. Komm her, Gyorn. Kämpfen wir! Okay, das hat irgendwie keinen großen Wert. So. Du hast die Wiedererwecken-Schriftrolle, die wird Leni jetzt an sich nehmen und sie wirken. Wo ist sie? Verdammt. Verdammt, wir müssen weg. Moment, ich habe irgendeine Waffe an ihm zerstört. Das ist sehr gut. So. Ziehen wir uns zurück? Das schaffe ich. Ich schaffe da sowas von. Wiedererwecken. Das nimmt Leni an sich. Leni wird wiederbeleben. Natürlich Merik. Wo ist Merik? Merik liegt da vorne. Das ist jetzt kein guter Punkt für diesen Zauberer. Jetzt aber. Jetzt aber. Wo haben wir es? Wo liegt es?
Zielsicher alle Missbildungen, magische Rüstung wiedererwecken. Verdammt! Wo ist das Zauberbuch? Dann nehme ich einfach das Zauberbuch. Das muss doch hier irgendwo. Geschichte, Nachruf, Biografie, Geschichte. Verdammt, wo ist es? Verdammt. Ich weiß es nicht. Okay. Dann nimm einfach mal was auf. Es liegt da vorne, oder? Ja, es liegt hier vorne. Zauberbuch. Da ist es. Nein, das Inventar ist voll. Oh mein Gott. Schmeiß irgendwas weg. Nimm das Zauberbuch. Ah! Oh mein fucking Gott. Nein! Wir laden. 5 Minuten verschwendet. Ja, das hat so keinen Sinn. Wir machen es einfach nochmal. Wir machen es besser. Ich werde jetzt erstmal magische Rüstung auf meine Typen wirken. Also dieser Megatron ist keineswegs leicht. Ach, das war bevor ich die... Ah, das war bevor ich die Mana-Tränke verteilt hatte. Ich Vollidiot. Das hätte ich jetzt noch vorher machen sollen. Die wollte ich noch ein bisschen verteilen, so das reicht. Und das gibst du mal bitte an Leni. So. Dann brauchen wir natürlich... Was brauchen wir noch? Nichts. Entweder es klappt so oder es klappt nicht. Wir haben gesehen, dass man, wenn man dem Roboter genug Schaden zufügen kann, seine Waffen zerstören kann. Das ist genau das, worauf wir es anlegen werden. Diese Dinger müssen auch ganz dringend kaputt gemacht werden, denn sie scheinen ihn irgendwie zu heilen oder in anderer Form positiv zu beeinträchtigen. Und das kann ich ebenfalls nicht gebrauchen. So. Jetzt kannst du herkommen, Freund. Ja! Zerstört ihn! Okay, da oben ist der Sturmschocker. Dann hat er da die Minigun. Dann hat er noch den Flammenwerfer und den Granatwerfer. Also er vereint alle Waffen, die alle unsere Feinde, die feindlichen Roboter vorher aufzuweisen hatten. Und das ist bedrohlich. Allerdings bleibt ihm diesmal die Heilung erspart. Und jetzt lässt er sich doch relativ gut platt machen. So, ich brauche auf jeden Fall noch einen Heiltrank für meinen persönlichen Quote. No! Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Yeah. Okay, der Flammenwerfer ist kaputt, der Elektroschocker ist kaputt, die Minigun und der Granatenwerfer bleiben noch. Er läuft gerade so ein bisschen orientierungslos umher. Das passt mir eigentlich ganz gut. Oh, jetzt hat er noch den Granatenwerfer. Ja, jetzt! A piece of cake! Wie der Dude sagen würde. Jo, 200 Leben noch. Der ist tot. Und platt. Yeah! Ich verlieren, aber egal. Uralt Böses und Menschen jetzt kämpfen. Goblins gucken zu. Goblins lachen. Goblins nehmen, was übrig ist. Das passt zur Mentalität. Tja. Aber offensichtlich können wir den Wächterstab nun an uns nehmen, nachdem Merik hoffentlich endlich mal aufsteht. Schmerzrückfluss, Gedärmstampfer, Blitzexplosion. Ziemlich coole Sachen, die wir hier aufnehmen konnten. Jetzt gucken wir uns das mal an.
Berühmter Zerstörer ist natürlich für Merik außergewöhnlich gut. Getreuer Gedärmstampfer des Versprechens ist eine ziemlich starke Waffe. Das könnte man Ulora geben. Ulora kann den natürlich nicht benutzen, leider. Aber was ist denn mit diesem Gedärme-Zerdrücker, Zerschlager? Ist das was für Leni? Sie muss dann natürlich ihre... Ja, sie macht natürlich viel mehr Schaden, aber sie muss... leider Gottes... in der Rüstungsklasse etwas einbüßen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das so gut finde. Aber wir können es ja mal probieren. So, der kann das auch nicht benutzen. Gott, das Inventar jedes Charakters ist so vollgemüllt mit Scheiße. Aber der nächste Händler kommt ja bestimmt. Darauf freuen wir uns. Merik liegt immer noch darum. Diese Tür wird sich gleich wahrscheinlich öffnen. Und dann werden wir das nächste Kapitel einläuten. Kapitel 5, wenn ich recht in Erinnerung. Sternenlederpanzer. Kann natürlich niemand tragen, aber unser Lastenmauli doch bestimmt. Mauli. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Das hebt Ulora doch noch ganz auf ein neues Level. Des Einflusses. Es hat also die gleichen Werte. Es hat nur viel mehr Rüstungspunkte. Herrlich. Herrlich, so wollte ich das. Was... Ja, ansonsten... Merik ist endlich aufgestanden. Er wird sich hoffentlich an den Griff seines Stabs erinnern. Was ist das eigentlich? Nein! Was habe ich getan? Gut. Ich wollte gerade sagen, habe ich das Spiel gebuggt? Das ist normalerweise Rainer Kalmunds Aufgabe. Wow. Wow. Die Tür öffnet sich. Oh mein Gott. Der ganze Komplex geht kaputt. Wo auch immer wir jetzt hinkommen werden. Wo ist denn Meriks Stab jetzt? Da. Ziemlich mächtiges Ding. Er kann es aber nicht nutzen. Schade. Noch nicht. Wie bitter ist das, dass er seinen eigenen Stab nicht nutzen kann. Er muss also was von seiner Intelligenz eingebüßt haben, seitdem er mit uns unterwegs ist. Und wessen Schuld ist das? Na, wessen Schuld ist das, Zwerg? Du weißt ganz genau, dass ich dich meine. So, das ist alles Zeug, was ich eigentlich gar nicht mehr aufnehmen kann, oder? Nee. Nee, nicht so wirklich. Die ganze Gruppe. Jo, jetzt ist es aber wirklich Zeit für einen Händler. Ich denke, es geht hier wieder an die Oberfläche. Es ist schon ein bisschen bitter, wie das Reich aufgebaut ist, so, oder? Ich meine, man muss doch, um die Festung erreichen zu wollen, muss man doch all das durchleiden, was wir jetzt gerade durchleiden. Oder gibt es da andere Straßen, die ich bisher nicht gesehen habe? Mein Gott, das sieht irgendwie bedrohlich aus. Was ist das hier? Deaktivierter Gobot. Ah, das heißt, nur durch den Wächterstab konnten die Goblins ihre Roboter antreiben. Ist das so zu verstehen? Kann man die jetzt kaputt hauen? Man kann sie kaputt hauen wie Kisten. Ja, sie fliegen auseinander wie Kisten. Ne? Genau, ist richtig. Das Geld nehme ich auf jeden Fall mit. So viel wie das ist. 3000. Den Schild nehme ich nicht mit. Nach dem Sieg über die Goblins in ihrem eigenen Lager hatte unser Held den Wächterstab sicher.
Doch das uralte Übel entzog sich ihm auch weiterhin. Die Zeit wurde knapp und die Antworten blieben ihm verschlossen. Er würde die Wahrheit weiter im Osten suchen müssen, bei der Festung Kroth. Die Festung Kroth. Sie wurde uns schon öfter mal genannt, erwähnt. Und dort scheinen sich auf jeden Fall heftige Kämpfe abzuzeichnen. Und wir werden demnächst an diesen Kämpfen teilhaben. Aber vorher werde ich alles Übel, was in diesen elendigen Tempelruinen gehaust hat, zerschmettern. Mit eiserner Faust. Und eiskaltem Blick.